Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen und der Sendung Daily mit Pujan und mit Sashi heute hier. Am 22. April, extra 22. Für euch. April heute. Heute früh sind wir aufgestanden. Und weißt du, wer heute Geburtstag hat? Du? Nein. Du zeigst so auf. Nein. Oder ist das ein Zeichen von Frage? Nein, ich kann es dir sagen, nicht. Weißt du es vielleicht? Weißt du, wer heute Geburtstag hat? Nee, wer hat denn heute Geburtstag? Jack Nicholson. Nee, ehrlich? Jack Nicholson ist am 22. April 1937 geboren. Okay. Und hat hier Einer flog übers Kuckucksnetz, sehen wir ihn gerade hier. Sensationeller Film. Batman hat er gemacht. Stimmt. Teil der Zärtlichkeit, Besser geht's nicht, About Smith und den ganzen Kram. Und besser geht's nicht, war auch sehr schön. Ja, besser geht's nicht. Und dann hat er noch. Shining? Shining hat er gemacht. Und was hat er noch gemacht? Der hat eine ganze Menge Zeit. Wie haben wir den Motorrad? Easy Rider? Easy Rider, genau. Da hat er auch mitgespielt. Mit dem Helm. Hier mit dem Flaggenhelm, ne? Genau. America, Ding da, Ding, 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 Ding. Krasser Typ, krasser Typ. Und richtig geil. Der hat auch mit Michelle Pfeiffer in so einem Werwolf-Film mitgespielt. Hieß er nicht einfach Wolf? Ja, Wolf, genau. Genau. Ja, den habe ich im Kino gesehen und da war ich richtig, richtig enttäuscht. Ehrlich? Totale ich fand den gut. Ach, totale Scheiße, hör mal auf. Der war richtig schlecht. Echt? Fand ich nicht gut? Nee, fand ich nicht gut. Nee, fand ich nicht gut. Gut, kann er aber auch. Der war nicht gut. Am 22. April 1856 wird zwischen Rock Island, Illinois und Davenport, Iowa die erste Brücke eröffnet. Und zwar die Government Bridge. Da sehen wir sie. Oh. Illinois und was? Zwischen Rock Island, was in Illinois liegt, und Davenport, was in Iowa liegt. Achso, das sind zwei verschiedene Bundesstaaten. Genau. Sag das doch! Das weiß doch keiner! Ich wusste es. Ich wusste es auch nicht, musste es auch erstmal erfragen. So, nächste. Ja, genau. Achso, das nächste. Nächste Fakt hier am 22. April. Heinrich VIII wird König von England. Und das 1509 schon. Das Bild kenne ich. Woher? Das habe ich schon oft gesehen. Puh. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Weil er so dick nein, ist? Oder? Nein, das Bild kenne ich. Wieso kenne ich denn das Bild? Ist das von einem berühmten Maler? Das ist Heinrich VIII halt. Ach, er hat sich selbst gemalt? König war ein Selfie oder was? Ja, war so. Guck mal hier, in der Hand hat er so eine Fernbedienung. Ja. Und da hat er das Handy hat er hier so hingehalten und hingestellt und dann hat er einfach Flip gemacht. Okay. Ja. Ich glaub dir nicht. Sorry. Auch gelogen. Nee. Ja. 22. April. 22. April 967 wird der... 967 wird der Bantaisrei in Angkor, das ist ein kunstvoller Tempel, in zu Ehren des Gottes Shiva eingeweiht. Wo ist das? In Kambodscha? Richtig. Angkor Wat. Kambodscha. Der Tempel wurde während der Regentschaft von Rajendravarman II. Zu Ehren des Gottes Shiva errichtet. Auftraggeber waren die Brahmanen Jainavaraha, Guru des späteren Königs Yavavarman und dessen jüngerer Bruder Vishnu Kumara. Beide Enkel von Harshavarman, ich versuche mein Bestes. Harshavarman, dem ersten und reichen Landbesitzer in der zu dieser Zeit Ishanapur genannten Region. Die Einweihung erfolgte am 22. April 967. Der ursprüngliche Name des Tempels lautete Trip Huvana Mahavehesvara. Was so viel bedeutet wie großer Gott der dreifaltigen Welt. Jetzt mal ohne Spaß probieren. Das kann sich doch keine Sau merken. Das versteht kein Mensch, wenn du da so ein Rotz davor liest. Deshalb hat man den Namen auch umgeändert. Der heute gebräuchliche Name Bantaisrei bedeutet Zitadelle der Frauen bzw. Zitadelle der Schönheit. Zitadelle der Frau ist gut. Was? Bescheuert. Ja. Also ihr habt den Vorteil, ihr könnt das Video nochmal zurückspulen und könnt nochmal mitschreiben, was er da irgendwie erzählt hat. Zitadelle der Frau. Du kannst es aber gut aussprechen. Bescheuert, ehrlich. Das war's für heute. 22. April. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.